Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 17. Juni. Mein Name ist Donald Gerd, ich bin Analyst bei börsedaily.de und was wir heute auf dem Tisch haben, ist der große Verfalltermin an den Terminmärkten aller Aktienmärkte weltweit für Futures, für Optionen, auch dreifacher Hexensabbat genannt, und das ging gestern schon los. Wir hatten ja vorher schon ziemlich heftige Bewegungen, aber gestern wurde es dann richtig witzig und wir konzentrieren uns heute mit den Themen auf den europäischen Aktienmarkt. Wir schauen uns an den DAX, den Eurostoxx und den VW-Kurs. Aber natürlich holen wir heute Mittag all das andere nach. Denn wenn man es mal kurz zusammenfassen will, Gold ist ja, wir hatten es gestern Mittag im Chartflash schon erwähnt, richtig zur Sache gegangen. Da ging es auf neue Jahreshochs. Am Schluss waren die aber wieder weg. Dafür war der Euro-Dollar-Kurs plötzlich kräftig gefallen, was so manchen Europäer erfreut haben dürfte. Aber am Schluss war das Minus wieder weg. Und so ging es die ganze Zeit. Bei Rohöl ging es dann auch noch abwärts, also es war richtig was geboten. Und der Aktienmarkt, der ging voran mit wilden Bewegungen. Wir hatten erstmal eine ordentliche Kurslücke zu Handelsbeginn. Was wir hier sehen, ist der DAX auf 5-Minuten-Basis für gestern. Hier noch der letzte Fitzel vom Xetra-Handel vom Mittwoch. Dann kam ja die US-Notenbank-Entscheidung, zuerst mit Fassung getragen, dann aber mit Abverkauf in den USA. Und die japanische Notenbank enttäuschte, der Nikkei 225 in Tokio rauschte 3% am Morgen nach unten. Das waren die Vorgaben für den DAX. Der eröffnete dementsprechend schon unter der wichtigen Unterstützung von 9.500 Punkten, eroberte die aber relativ schnell wieder zurück. Hielt sich und dann so um 14.30 Uhr, als US-Konjunkturdaten auf den Tisch kamen, die übrigens so dramatisch gar nicht waren. Philadelphia Fed Index ging eigentlich. Inflation guckt sowieso keiner hin, weil sie eh nicht stimmt. Aber so dramatisch waren die zwar nicht, aber die US-Börsen rutschten von den Futures her ins Minus, also der DAX wieder drunter, rutschte haltlos immer tiefer, dann in Richtung 9.430 Punkte. Das war vor Handelsbeginn Xetra im Future ein Tief gewesen. Und von dort aus ging es plötzlich kräftig nach oben. Und das ging nachbörslich auch noch weiter. Der Anstieg, der ging noch ein gutes Stück über 9.600 Punkte. Wenn man es genau nimmt, waren es innerhalb von 2 Stunden um die 220 Punkte, also satte 2%, 2,3% etwa, die der DAX zulegte. Und die Begründung? Sie können es sich denken. Keine. Denn heute ist ja Hexensabbat. Das heißt, die Hexen haben ordentlich zugeschlagen. Und das sicherlich nicht ohne Grund. Man sagte sich, Mensch, wir dürfen bei einigen großen Adressen am Terminmarkt wohl, wir dürfen nicht zulassen, dass uns der DAX hier aus dem Ruder läuft. Weil wenn er zu sehr unter der Handelsspanne der letzten Monate seit dem letzten großen Verfall im März in die Abrechnung geht, dann kriegen wir hier Riesenverluste. Also wurde eine Attacke gefahren. Die begann um 16.40 Uhr und wurde ziemlich entschlossen vorgetragen. Naja, und sie war durchaus erfolgreich, denn das führte dazu, dass der DAX, wie wir hier im Tageschart sehen, eben nicht unter 9.500 Punkten schloss. Hip hip und ein Hurra, aber die große Frage ist natürlich, ob es auch so bleibt, denn es ist eben der Verfalltermin gewesen, der verhinderte, dass der DAX unter die Handelsspanne seit dem letzten großen Verfalltermin hier Mitte März rutschte. Tja, und die Argumentation dafür war eben, wie gesagt, bei Null, außer dass der IWF seinen Jahresbericht zum Thema Eurozone auf den Tisch legte. Und der war so vernichtend, das war eine glatte 6. Denn, wenn man es mal grob zusammenfasst, hat der IWF festgestellt, dass die Eurozone unter Druck die Fähigkeit verliert, zusammenzuarbeiten. Naja, und das ist für ein solches Konglomerat an Staaten so ziemlich die schlimmste Note, die man geben kann. Beispiele waren eben Flüchtlingskrise oder auch Griechenlandpolitik. Tja, und das war unter dem Strich dann etwas, was vielleicht heute noch im Hinterkopf bleiben wird. In jedem Fall wird man sicherlich versuchen, diese 9.500 zu halten, vielleicht noch ein bisschen in Richtung 9.737 zu gehen als nächsten Widerstand, um hier eine Abrechnung hinzubekommen, die den großen Adressen, die gestern diese Rallye losgetreten haben, genehm ist. Dass die erst um 16.40 Uhr kam, ist nicht unbedingt verwunderlich, das war schon gar nicht so doof. Denn letzten Endes will man ja verhindern, dass die bärische Seite Gegenwehr leistet. Und dann ist so ein Überraschungsangriff kurz vor Toreschluss des Xetra-Handels natürlich kein Fehler, weil man dann einfach die Bären so sehr vor vollendete Tatsachen stellt und so knapp vor Handelsende, dass man da keine Gegenwehr mehr formieren kann. Aber ob es vorhält, das ist eben die große Frage. Dementsprechend würden wir im Moment keinen Grund sehen, an der
kurzfristigen Abwärtstendenz zu zweifeln. Dazu müsste wirklich mehr kommen. Aber sicherheitshalber würden wir, weil ein solcher Hexentanz natürlich wirklich unberechenbar ist, den Stop-Loss für Short-Positionen wieder ausweiten. Das ist ungewöhnlich, aber man muss in entsprechenden Situationen auch mal flexibel sein. Sprich, wir würden ihn von 9.700 wieder hochnehmen auf 9.860 Punkte. Da war er ja ursprünglich gewesen. Einfach nur für diesen einen Tag, um zu verhindern, dass man unglücklich ausgestoppt wird und die Kurse dann womöglich doch wieder in die richtige Richtung laufen. Das erhöht das Risiko, aber eben nur das Verlustrisiko, vermindert das Risiko, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Und was den Eurostoxx 50 angeht, kann man das alles wiederholen. Auch der hat dann plötzlich sein Minus, das deutlicher war, wir hatten ja ein Tagestief bei 2,785, deutlich aufgeholt. Auf einmal lag er ungefähr ein gutes Prozent, an 1,3% höher, schloss nur 0,4% im Minus. Das sieht alles ganz nett aus, aber es bleibt halt dabei, dass diese Schulterkopf-Schulterformation vollendet ist mit dem Break unter diese Unterstützung bei 2,855. Und solange diese Linie nicht zurückerobert wird, und zwar deutlich, bleibt auch hier der kurzfristige Trend abwärts gerichtet. Dementsprechend auch hier Put-Positionen oder Short-Positionen halten. Und der Stop-Loss, der wäre im Augenblick ansetzbar bei 2.890 Punkten. Das gäbe dann auch einen gewissen Puffer für den heutigen Abrechnungstermin, falls da nochmal so richtig Gas gegeben werden sollte, was völlig offen ist. Das muss nicht sein, kann auch sein, dass es heute Morgen dann gleich mal mit Kursverlusten losgeht. Es ist nicht absehbar. Das ist eben das Tückische an einem Verfalltermin, vor allem an einem großen, wo die Futures noch mit dabei sind. Und es ist eben auch so, dass sehr, sehr viel dieser Aktivitäten eben nur auf diese Abrechnung ausgerichtet sind, was bedeutet, dass ab Montag die Karten neu gemischt werden und dann stellt sich die Frage, wo sind bitte die Gründe, hier weiter zu kaufen und wenn man keine findet, geht es weiter runter. Also, wir halten die Short-Position 2,98, der Stop. So, und jetzt gucken wir uns mal VW an. Wie gesagt, Euro-Dollar, Gold, Bund-Future, all das Rohöl kommt auch im Chartflash, da haben wir auch ein bisschen mehr Puffer. Aber das hier muss man sich jetzt mal angucken, weil das ist hochinteressant. VW hatte heute oder gestern am Donnerstag einen großen Tag. Denn es gab gleich zwei interessante Nachrichten. Zum einen hat das US-Gericht, das darüber befinden wird, ob die als Konzept ausgearbeitete außergerichtliche Einigung von VW und den US-Behörden in Bezug auf Abgasgate, ob die akzeptiert wird, dem VW-Konzern eine Woche mehr Zeit gegeben. Statt 21. Juni ist jetzt Stichtag 28. Juni. Da muss das alles auf dem Tisch liegen. Man kann also noch ein bisschen weiter tüfteln und das ist ja nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Darüber hinaus hat der Konzern gestern am Donnerstag ein ganz umfassendes neues Konzept für seinen Konzern vorgestellt, sprich eine Art komplette Reformagenda, in der alles drin ist. Höhere Effizienz, die Verringerung der Kosten, mehr Synergien im Bereich Grundbauteile, neue Softwareentwickler sollen eingestellt werden. Das hört überhaupt nicht auf. Die Eigenkapitalrendite soll steigen. Es soll also einfach alles besser werden. Das kann man nun glauben oder nicht. Die Frage ist, warum ist VW dann gefallen? Nun, da könnte man schlicht sagen, weil der DAX gefallen ist. Weil wenn wir uns das mal so angucken, ist es doch interessant, dass diese immer noch potenziell vorhandene Doppeltiefe-Trendwende-Formation zwar nicht vollendet wurde, aber eigentlich hielt man sich ja lange, lange, lange unmittelbar unter der Nackenlinie bei 136,75. Erst in dem Moment, als der DAX auch unter Druck geriet, kam VW ins Rutschen. Das heißt, eigentlich ist VW mit dem DAX erstmal in den letzten Tagen mitgefallen. Und das sollte man eben noch nicht überbewerten. Und VW ist zwar aus dem kurzfristigen April-Aufwärtstrend deutlich rausgerutscht, hält aber jetzt mit dem Schlusskurs von gestern Abend fast punktgenau die 200-Tage-Linie. Und das ist eben so ein Knackpunkt, an dem möglicherweise auch eine Wende nach oben kommen kann. Was tun? Noch ist eben überhaupt nicht absehbar, wie die Marktteilnehmer diese beiden Nachrichten eben erwähnt gutieren. Denn im Moment tobt der Hexentanz und es gibt ja natürlich auch reichlich Optionen auf VW, wo da gedrückt, gezogen, geschoben und gezerrt wird und dementsprechend ist das, was in den letzten 2-3 Tagen passiert wird, einfach nicht repräsentativ für die kommende Woche respektive die kommenden Wochen. Also warten wir lieber mal ab, was hier wirklich Sache ist. Das heißt, wir würden dann
eine Short-Position erwägen, die dann als erstes Ziel den Bereich 101 Euro, das letzte Tief von Anfang April, hätte, wenn VW dieses Tagestief von gestern mit 115 Euro hinreichend deutlich unterschreitet, sprich unter 114 Euro schließen würde. Auf der Gegenseite bleibt es bei unserem Ankerpunkt Long 138 Euro. Bei unserer letzten Analyse zu VW am 31. Mai war dieser Punkt um 5 Cent verfehlt worden und wir haben gesagt, nein, das ist uns immer noch zu wackelig, das muss die 138 sein auf Schlusskursbasis, sonst machen wir es nicht. Und siehe da, sie kam nicht. Wir hatten zwar dann am nächsten Tag, am 1. Juni, deutlich höher eröffnet, aber das ist dann auch gewesen. Seitdem fiel VW, sodass wir auf der Long-Seite gar nicht eingestiegen sind. Und da kann man sich natürlich jetzt auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, man kann ja auch mal Glück haben. Aber wie gesagt, das heißt noch lange nicht, dass VW jetzt ein Short-Kandidat ist. Das wäre erst dann spruchreif, wenn wir hier unter 114 Euro und damit unter dem gestrigen Tagestief schließen würden. Und das heißen würde, okay, die Marktteilnehmer sagen wirklich Daumen runter zu dieser Konstellation. So, soweit der Überblick über einen Donnerstag, der es richtig in sich hatte, über den wir dann heute Mittag im Chartflash noch weiter berichten. Wie gesagt, mit Euro-Dollar, mit Gold und. Und natürlich der heutige Hexensabbat, den kriegen wir komplett auf den Schirm am Montagmorgen vor Handelsbeginn in Europa, also sprich vor 9 Uhr in der nächsten Ausgabe des Morning Call und der Morning Mail. Bis dahin, schönen Freitag, kommen Sie gut in den Tag und machen Sie es gut.